Hi, ich lese gerade den Jahresrückblick 2007 in der Juice über Hip-Hop. Interessiert mich ein Scheißdreck, eigentlich. Weil wir sind nämlich heute hier beim Videodreh für Rapsoul. Ja? König der Welt ist die dritte Single aus dem Album Achterbahn. Ich bin heute der einzige und offizielle Moderator dieses Videodreh-Podcasts. Jeder andere, der was sagt in die Kamera, hat nichts zu melden, okay? Gut. Okay, können wir alle kurz ruhig sein, bitte? Ich sag euch Leute, es ist so kalt hier, aber es ist eine geile Atmosphäre. Und jetzt drehen wir auf jeden Fall gleich die Szene auf der Bühne, das heißt, dass die ganzen Leute vor die Bühne gestellt werden. Wer bist du? Ich bin Hausmeister. Da war so eine Blonde da vorne, die ist hier die ist ausgestiegen aus der S-Bahn, damit ich hier hinlaufen war, spielt hier drin. Schön, schön. Schön Foto da oben, einmachen lassen hier, schön. Wieder bei peinlichen Bands. Warst du schon mal im Stadion? Also hier nicht, nee. Ich bin ja auch kein Frankfurt-Fan. Nee, aber schon ein geiles Stadion. Da will ich auch bald spielen. Fußball. Und ja, was soll ich sagen? Es ist langsam kalt. Ich hoffe, wir sind bald fertig, aber es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Wie viel haben wir denn? Lässt andere für dich schaffen, fährst ein Dicken, ist der Kampf, brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Du warst schon immer der Typ, der im Leben geschafft hat. Warst eine Niete in der Schule, hast du Sechse erreicht. Du hast bis heute nicht erreicht, lass mal chillen in deinem Auto. Du blockierst schon wieder. Ich bin der Zuhälter. Ja, ja. Keine Freunde, das wie Auge und den Kopf zu hell. Heute bist du der Entwickler und ein Top-Gang. Ja, ja. Nee, die Garderobe ist da hinten, sind die. Ja, da läuft wieder ein neues Bild, wie eben auch schon. Da hinten sind diese Fans beim Fußball, weißt du, die immer so. Da hinten ist die Gästekabine. Da sind die ganzen Leute, die nachher vor der Bühne Party machen. Hier ist einer unserer Statisten. Der spielt diesen Typ, der eigentlich nichts im Leben erreicht hat. Also eigentlich Deutsch. Nichts. Nichts? Nichts. Und ja, der nur Lotto gewonnen hat. Mhm. Hast du eine Sonnenbrille dabei? Moment. Sehr gut. Dann kannst du jetzt gehen. Tschüss. So, da drin ist die Maske, ja? So, hier ist die Maske. Oh, hier dürfen nur wir. Hallo. Und natürlich die Dame, die uns schminkt. Genau. Und ihre Tochter. Hallo. Das Witzige ist, ihre Tochter heißt Laura. Ah. Da sind wir irgendwelche radausierenden Fans. Ich gehöre nicht hierher. Randalierte Fans. Ich ziehe jetzt meine Sachen wieder, aber mir ist echt kalt. Es ist echt krass, so wie kalt sie ist. Ja, keine Ahnung, ihr werdet auf jeden Fall dann irgendwann auch geschminkt. Ja, wenn du noch irgendwas machen willst. Sehr charmant. Ja. Wieso denn? So, was nicht charmant? Und jetzt fangen wir an hier auf der Bühne. Erstmal nur so close für uns, um dann für die Kids zu gehen, dass man das halt gegenschneiden kann. Und später machen wir dann richtig Action. Okay? Hallo Leute! Schönen guten Abend! Gute. Hallo! Wir wollen mal was ausprobieren und zwar sind dann bitte alle Leute gebeten, sich hinter die Bühne auf die Plätze zu setzen. Also nehmt Platz, alles Freiplätze. Gleich kommt die Eintracht. Erste Reihe, Crispy Chicken und geschenkt herbei. Heute bist du der Besitzer, dir gehört der Laden.
Kollegen hast einen Private Trainer zu Hause, kannst du dir gut baden. Du warst der Kleinste aus dem Team, immer auf der Bank. Hattest keine Jordan-Schuhe, schaffst nie einen Dank. Heute bist du Topscorer für deine Dreier bekannt. Hast ein eigenes Schuhmodell und alle mal her, was dauert die an der Zeit? Alle nach vorne, nach vorne!